Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Wieder mal Dankeschön fürs Einschalten und ja, wir haben ja die letzten paar Matches immer mit einem Late-Game-Deck gekämpft, wo wir einen Drachen drinnen hatten, einen Schwarzen Ritter, alles nur Karten, die das Deck hat erst zum Schluss halt viel Schaden gemacht. Aber heute werden wir mal ein anderes Deck machen, da wir zum Schluss schon öfter verloren haben. Und jetzt machen wir natürlich wieder ein Rush-Deck. So, hier haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack. Das werden wir noch sehr, sehr, sehr ändern. Aber ungefähr in diese Richtung geht es. So, eine Bombe hauen wir noch mehr rein. Dann haben wir auch noch die Dreier-Skelette rein. Die sind ja schneller als der Zwerg. Deswegen das so, den Extra-Kristall brauchen wir auch nicht. Und ja, was haben wir statt den Extra-Kristall rein? Wir könnten noch eine Piratin reinhauen. Natürlich. Den Krieger lassen wir drinnen. Dann hauen wir uns noch zwei Flaschengeister rein, die ja ganz vorne dann auf die Lane können. Und noch eine Meteor, falls es mal brenzlig wird oder falls die Burg des Gegners nur noch so wenig braucht. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, lassen wir das Ganze nochmal ordnen. Ja, sieht eigentlich sehr, sehr mächtig aus. Und mit dem starten wir gleich mal. Vielleicht können wir jetzt unseren Pokalrekord etwas ausbauen gegen den Sascha. Wenn wir dagegen gewinnen, sollten wir eigentlich viel, 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 viel bekommen an Pokalen. Der Sascha spielt ein Late-Game-Deck. Sonst hätte er nicht die Heilung oder auch nicht den Extra-Kristall dabei. So, hier setzen wir mal Versetzt die Einheiten, damit der Gegner etwas zu tun hat. So, die Bombe, komm schon! Nein, geht sich nicht aus. Schade, da war ich zu spät. Hier haben wir auch schon die Piratin und jetzt werden wir auch noch gleich, oh, der hatte natürlich den Blitz, einen Djinn ganz vorne hinsetzen. Ich hoffe, der Gegner hat keine Pfeile. Ja, da haben wir auch schon das Malheur, der Gegner hat die Pfeile und da heilt er sich nochmal. Da geht das Match schon jetzt ziemlich lange. Der Gegner hat ja auch den Extra-Kristall gespielt, Leute. Und ja, da hat unser Flaschengeist überlebt und wir müssen natürlich Druck aufüben aus dem Gegner. Schauen, dass er seine, ja, alles raushaut, was er so hat. Er hat bestimmt gleich mal wieder die Bombe. Da sind wir schon wieder zu spät. Mann, das kann es doch nicht sein. So, jetzt haben wir auch den Meteor auf der Hand. So, setzen wir den Meteor auch ein. Ich glaube es schon. Ja, werden wir einsetzen. So, jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. Sehr eng, Leute. Da, die Piratin sollte ein paar Hits noch setzen können. Oder mit dem Flaschengeist könnte sich das auch gut ausgehen. Und wir haben gegen den Sascha gewonnen. Sehr, sehr an der Grenze, denn wir sind schon bei, ja, 10 Mana gewesen. Und wie vorher schon erwähnt, wenn wir gewinnen, bekommen wir sehr, sehr viele Trophäen. 45 Trophäen, Leute, das ist ja mal mega viel. Und das freut uns natürlich. Jetzt haben wir 2472 Trophäen. Mit diesem coolen Deck hier seht ihr das Ganze nochmal. Sieht eigentlich ziemlich, ziemlich nice aus und funktioniert auch, obwohl ich jetzt nicht so die gute Starthand gehabt habe, da ich keine Bogenschützen oder sonst was gehabt habe. Die ersten Einheiten, die ich gesetzt habe, waren der Krieger. Aber ja, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Da starten wir gleich nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja über 2500 Trophäen zu pushen. Wäre natürlich gut. Gegen den Mr. Greg. Ja, da haben wir wenigstens mal die Skelette gleich am Anfang. Und brauchen wir die Bombe? Was spielt der Gegner? Und auch die Bogenschützen werden die natürlich versetzt spielen. So, hier werden wir mit der Bombe nachhelfen. Ja, ich glaube. Und da ist auch schon weg. Nein, ist er nicht, aber es geht sich aus. Da versucht er uns natürlich unter Druck zu setzen. Doch, die Piratin macht ja einiges an Damage an den Nahen. Ja, den Skelettschwamm kann ich jetzt nicht abwehren. Da müssen wir wohl die Lane aufgeben, bis wir eine Bombe finden. Bis wir eine Bombe finden. So, weiter mit dem Skelettschwamm wieder oben. Der Mr. Greg, ein Level 8 Spieler. Komm, gib mir eine Bombe. Wieso, liebes Spiel, gibst du mir keine Bombe? Das kann es doch nicht sein. Jetzt, ich muss einfach auf die Bombe warten. Oder mit dem Meteor jetzt drauf, auf den Gegner. Ja, keine Bombe, toll für uns. Und der Gegner spielt schon den Skelettkönig. Das Spiel scheint gelaufen eigentlich, wenn ich ehrlich sein kann. Außer wir bekommen jetzt einen Flaschengeist oder sonst was Cooles. So, ja, okay, ja, das war es jetzt auch schon, wie gesagt. Da ist nicht mehr viel zu holen, ich habe keine Pfeile im Deck. Gegen den Italian Squad, also, ja, sein Clan heißt Italian Squad. Ja, gut gemacht, lieber Gegner. Minus 33, da haben wir unsere 45 Pokale schon wieder fast verloren. Vielleicht bekommen wir wieder einen Gegner, wieder Mr. Greg.
Gegnersuche, geschätzte Dauer 5 Sekunden. Und ja, Leute, letztes Video habe ich mehr Informationen über den Android-Release rausgehaut. Findet ihr alles in meiner Playlist auf meinem Kanal oder halt direkt am Kanal. Und ja, was ich noch sagen wollte, vergesst das Video nicht zu bewerten. Daumen hoch oder Daumen runter, egal was ihr, wie ihr auch das Ganze gefällt, haut es raus. Würde mich natürlich freuen. Nicht vergessen, so, der Gegner hat einen coolen Clan-Name und zwar heißt sein Clan Top. Ob er auch wirklich so top ist. So, da rushen wir vor mit unserem Rush-Tag. Ja, da könnten wir. Und die Piratin sollte hier easy den Nahen auslöschen können. Und wir machen jetzt guten Schaden an den Gegner, an die Burg. Da hat er leider den Ork-Krieger gespielt. Ja, kann man verkraften. Der hatte bestimmt wieder die Pfeile. Sehe ich schon kommen. Oder, ja, den Dämonen. Los geht's. Und wir haben den Flaschengeist, noch besser. Setzen wir auch gleich mal an die Burg. Ja, gegen den Mad Dog machen wir jetzt einiges an Schaden. Wir haben auch hier den Meteor. Und das sollte das Spiel ja schon gelaufen sein. Meteor drauf. Geht sich ein Flawless? Nein, geht sich nicht aus. Da hat der Gegner genau drauf gehaut. Plus 31 Pokale. Mega nice. Wo sind wir denn in der Rangliste? Bei Lokal. Noch immer auf Platz 12, obwohl hier wurden die Trophäen nicht aktualisiert. Wir haben jetzt 2470. Okay, bleiben am gleichen Rang. Nicht so schlecht, nicht so schlecht, Leute. So, jetzt der Versuch wieder auf die 2500 Pokale. Werden wir schaffen mit diesem Rush-Tag? Zweimal von dreimal hat es ja schon funktioniert. Wie sieht es jetzt aus? Super Hand, Leute. Mega, mega, mega gute Hand. Da müssen wir gleich mal raus und da auch noch die Bogenschützen, um das Ganze zu unterstützen. Wie ihr seht, geht sich super aus. Kann ich unterstützen. Ja, da rushen wir mal vor. Da, Martin, im Clan YouTube, vielleicht kennt mich ja der Martin. Martin, bist du irgendwo da unter meinem Video? Dann schreib's doch mal, bitte. Ui. Was machen wir? Was machen wir? Ah, Leute, jetzt bin ich überfordert. Jetzt bin ich echt überfordert, was ich auf diese Situation hier reagieren soll. Ja, die Piratin schafft den Nahen. Doch was machen wir mit der Piratin da oben? Schaffen wir es, die Bogenschützen? Ich glaube nicht. Hier, das mit der Bombe. Okay, die Bogenschützen schaffen es. Da bleibt sogar eine noch über. Der Martin hat ein ähnliches Deck wie ich. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Match so ausgehen wird. Er hat ja einiges an Karten hier auf seiner Hand. So, jetzt alles nur keine Pfeile. Es sieht aber sehr nach Pfeilen aus. Okay, doch nicht. Ich halte das mal hier bereit. Ah, da habe ich... Komm schon, da bin ich schon wieder zu spät. Wieso habe ich denn nicht anders gesetzt? Da die Bombe wenigstens drauf. Ui, da die Bombe hat meinem Krieger nicht geschadet. Finde ich gut. Gutes Spiel, schreibt der Gegner hier schon. Ob das für ihn... Ja, da setzen wir. Ich glaube, wir haben gewonnen gegen den Martin. Yes. Ach nein, was war das? Was war das? Da haben wir uns zu früh gefreut. Das war jetzt bitter. Komm, gib mir den Meteor. Gib mir den Meteor. Schaffen wir es mit der Bombe? Nein, geht sich auch ums... Ja, ums Eizerl nicht aus. Komm, jetzt gib mir den Meteor. Gib ihn mir einfach. Komm. Yes, da haben wir schon. Wir haben gewonnen gegen den Martin. Glück gehabt. Martin, falls du das siehst, super Match. Nein, und da schaffen wir es auch nicht über die 2500. Wir werden es trotzdem nochmal versuchen. Und Leute, ich habe ein Sonderangebot im Shop, falls ihr euch gewundert habt, wieso da unten was aufleuchtet. Werde ich mir nicht leisten. Und wir haben auch die schwarze Hexe, werde ich mir auch nicht holen. Habe ich ja schon. Ich könnte sie dann upgraden, aber 40.000 Gold ist mir einfach viel zu viel für eine Karte, die ich schon habe. Und ich spiele sie ja momentan nicht, von dem her, ja, lasse ich das mal. So, wieder eine super Anfangshand, kann ich nicht anders sagen. Die ist wirklich, wirklich gut. Versetzt spielen, nicht vergessen, damit die Pfeile so wenig Schaden wie möglich anrichten. So, der Krieger wird natürlich jetzt ungefähr gleich auf sein mit den Bogenschützen. Und der Gegner hat wahrscheinlich ein Late-Game-Deck, sonst hätte er jetzt nicht die Extra-Gestalt und alles gespielt. Doch wir haben zwei Flaschengeister, da können wir schon einiges ausrichten. Wir müssen nur schauen, dass der Gegner nicht sowas wie einen... Ja, einen Dingens setzt. Jetzt fällt mir nicht ein. Einen Skelettkönig. Der würde mich nicht nach vorne bringen. So, das lassen wir mal die ganzen... Oh, komm schon. Aber jetzt. Hier setzen wir die Bombe. Und wir setzen schon wieder die Lanes voll. So, hier rushen wir gleich mal mit dem Krieger vor. Den Krieger finde ich mega, mega nice, da er einfach so schnell ist. Und wieso spielt der Henker oben? Einen Henker oben. Okay, ja. Macht natürlich dann mehr Sinn. Und wir können hier jetzt hoffentlich
Yes, da haben wir das gut gesetzt. Setzen wir auch noch einen Meteor. Jo, setzen wir einfach. Da heilt er sich um einiges hoch. Das war natürlich nicht so toll. Wir setzen jetzt... Ah, okay, Leute, das Match haben wir... Ist gelaufen, haben wir verloren. Schade, schade, schade. Ah. Vielleicht können wir trotzdem... Okay, jetzt heilt er sich noch hoch. Da können wir nichts mehr anfangen. Ja. Wenn der Gegner ein Late-Night... Late-Night, wollte ich sagen. Ein Late-Game-Deck gut spielt. Mit dem Pfeilen gut verteidigen kann, alles hochpushen kann, die richtigen Karten auf der Hand hat, ist es natürlich leicht, gegen ein Rush-Deck zu gewinnen. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen wieder. Gebt dem Video einen Daumen hoch, vergesst es auf keinen Fall. Und falls ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.